In der Tanzshow Let's Dance haben bereits die ein oder anderen Herzen zusammengefunden. Und auch in der diesjährigen Staffel der beliebten RTL-Show wird die Gerüchteküche ordentlich angeheizt. Wie die Bild-Zeitung berichtet, sollen Profitänzerin Ekaterina Leonova und Mentalist Timon Krause zur selben Zeit wieder Single sein. Seit einigen Monaten sah man Eket zusammen mit dem Unternehmer Hassan Kivran. Auch Timon schien in seiner Beziehung mit Sarah Fuchs glücklich zu sein. Nun aber sollen sie ihre Beziehungen zur selben Zeit beendet haben. Nur ein Zufall oder steckt tatsächlich mehr dahinter? Bereits in der Show soll es hinter den Kulissen zu einem Kuss zwischen den beiden gekommen sein, der bei Eket und ihrem Hassan für ordentlich Streit gesorgt haben soll. Jurorin Mozi Mabuse scheint die Verbindung zwischen Eket und Timon auch aufgefallen zu sein. Sie machte mehrfach hitzige Andeutungen während der Show. Ekaterina und Timon haben sich zu den Spekulationen bislang nicht geäußert. Ob an den Gerüchten also etwas dran ist, bleibt vorerst offen.